You must defeat the dragon in the forest. To the left to proceed. Dann machen wir das doch und damit herzlich willkommen zurück. Secret of Mana. Wir sind kurz vom großen Finale. Wir müssen hier im Rheinland noch den letzten Drachen besiegen. Ich habe fleißig ein bisschen Loot gesammelt und habe jetzt hier auch die letzten geheimen Items wie den Wimmeraugenring und den Teufelchenring erhalten. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber wir sind also nun bereit, diese Gegend zu verlassen, denn wenn wir die einmal besiegt haben und die geheimnisvolle Stimme getroffen haben, werden wir hier nicht zurückkehren können. Magie. Wird ihm jetzt auch nichts mehr nützen. Und ich sage nochmal, diese Drachen sehen echt gut aus. Minuten. Viel Erfahrung und Erdemarker nicht. Ja, vielleicht hätten wir da was für ihn. Schwer zu treffen, stelle ich gerade fest. Tja, that's it. Nicht unfassbar gefährlich, hein? Und weiter geht's. Ich tippe auf Bumerang. Called it. Sehr hübsch, die Ruinen hier einer alten Festung. Save your game. Yes, please do so.
Where are we? Look! Story, Handlung. Yes. We did it! Now all you gotta do is revive that mana sword and get out of here. This feels like I'm dreaming. Did we really do it? You made it. I'm glad I met you. And you too, for that matter. What can I say? You guys would have been lost without me. So much has happened to us in such a short time. Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the Mana Tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go! Fools! Feast your eyes upon the power of the Mana Fortress! Fire! Come. Awaken. Oh, eine Sequenz. Where are we? Wait! Where's the Mana Tree? Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close! What's going to happen to the world now? Dylok is... Die sehen echt nicht gut aus, die Sequenzen optisch. It is I, the Mana Tree, guardian of this world. Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the Mana Fortress has used up most of the world's mana. Soon all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. Uh-oh. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Only those with the blood of the Mana Tribe in their veins can wield the Mana Sword. Your father, legendary Tasnikan Knight Saren, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil Emperor, but he was badly wounded. Das ist neu, die Geschichte. With the last of his strength, he journeyed to Kotos to retrieve the Mana Sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father? Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I was his wife. Your mother. We are of the Mana Tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana Tree to protect the world for future generations. Others, like your father, inherit the Mana Sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress. Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seed
beads of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you growing up. Furchtbare Sprecherin. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the mana tree? No! We finally meet, and now this? Talk to me! Mother! Mother! Oh no! Mother! Snap out of it! Your mom gave us hope! Don't let her last moments go to waste! It's tough, but we're all dealing with our own losses. Sis ain't got a mom. Neither do I. Sorry. I'll be okay. I got big shoes to fill, but I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking. That's why you're my number one subordinate. Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart, just like your mother's in yours. That's the spirit. Weiter geht's. Oh. Hier kann man noch herumlaufen. Schau an. Man kann mich gleich erinnern. Aber man kann leider nichts machen. So, aber das Schwert sieht ein bisschen anders aus. Ist es aber nicht. Dafür sind die Mana-Samen alle reaktiviert. Schön. Tja. Da rufen wir wohl Flammi. Klämmchen. Kann man hier noch landen? Aha. Ah, nur noch am Mana-Baum. Ich glaube, das ging früher wirklich nicht. Aber wenn man die schöne Musik hören will. So, dann gehen wir einmal speichern und übernachten und dann geht's auch schon ab zur Mana-Festung. Ist sie irgendwo? Ah, da ist sie. Dann gehen wir doch mal hier runter. One night is 50 G. Never thought I'd come across a test where I have to fight myself. People say you're supposed to overcome your own shortcomings, but this is too literal. It wasn't as hard as I thought it'd be. You did seem to have an easy time fighting my shadow. I knew I didn't have to hold back against a fake sis. It was a chance to vent my frustrations. So ungrateful. I had no idea I moved so awkwardly during battle. That's not surprising. It's hard to observe yourself from an outsider's view. Well, I know I don't look that sexy when I fight. Really? It looked the same to me. You never pull your punches. But those shadows weren't perfect copies anyway. I'm a lot more poised when I fight, right? I don't think there's any way to answer that without making you angry. What's that supposed to mean? You can't even dodge answering without it making her angry. Thank you.
Weiter geht's, weiter geht's, weiter, weiter, weiter geht's. There. Nun, dann schauen wir uns das Ganze mal an. General Quack, wir kennen uns. Und auch den Kimono-Hexer kennen wir. Teufelskopf ist neu, dunkle Assassinen kennen wir schon. Tausend, boah. Ein Standardgegner. Haben wir so hoch da? Ja, ruft weitere dunkle Assassinen. Ja, das ist alles hier draußen. Ja, eindeutig, ja. Dann gehen wir mal rein. Irgendwas, okay. Brustschutz, das hatten wir schon, oder? Ja. Standardrüstung. Hier gibt es tatsächlich sehr, sehr viel Loot zu sammeln. Bis hin zu Waffenorbs, die die Gegner hier random hinterlassen. Das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt heute das Spiel nicht durchspielen werde, sondern lediglich bis zur Nähe, bis in die Nähe der finalen Konfrontation, weil ich hier in der Festung noch einiges zu tun dann habe, um die letzten Items noch zu sammeln. Ich habe eben vergessen, den Bumerang umzuwandeln, fällt mir gerade ein. Naja. Soll nicht das Letzte bleiben. Dunkle Assassinen können wir gar nicht. Höllenhunde auch nicht, aber ein Wolfsteufel, vor dem habe ich Respekt.
kann mich gar nicht erinnern, dass im Original nach jedem Raum hier so ein ein Bildschirm bei sich stattfand. Das ist irgendwie nervig mit der Peitsche. Und spielerisch hat es keinen Mehrwert. Von der Teufelsbibel brauche ich auch noch was. Nicht mehr, was hier unten war. Oh, es hat nicht viel Energie, 203. Aber eine Menge Erfahrungspunkte, die es bringt. Das mag dunkel halt nicht. Das stellt mir alle wieder her. Hm? Da haben wir alle nichts von. Keine Freude. Vampirlord, ja. Yeah.
Lichtmarke nicht. Wer hätte es gedacht? Vielleicht habe ich ja eine kleine Überraschung für ihn. Wie steht's denn damit? Oh, und interessant wäre es wirklich zu wissen, ob das hat das jetzt Effekt? Es hat Effekt. So, vergiftet. Na komm, dann kriegst du noch mal eine. Ja, wenn ich ewig Zeit habe. Und weg. Der Vampirlord. Und weiter geht's. Kein Orb. Unverschämt. Oh, Popeye hat den Speer gesteigert. Good news! Was macht sie denn als nächstes? Verdammnisbogen ist bei weitem noch nicht bereit. Sie könnte mal die Diamantpeitsche nehmen. Ist ja uns durchaus verwirrend hier. Die Oh nein! Mogit wurde ich. Super schön. Muss ich schon sagen, das ist hier durchaus labyrinthartig, ja? Ha!
Hier geht's nicht weiter. Schon wieder gezappelt. Auch mal so einen Mori-Schutz. Ne? Ist da auch nicht weiter. Ich bin nämlich hier schön im Kreis gelaufen. Tatsache. Dann müssen wir wohl zu den Hunden zurück. Formwandler haben sie ja jetzt auch lange mit durchgeschleppt hier, ne? Ach komm jetzt. Warum keine Schatztruhen hier? Ich bin persönlich beleidigt. Und hier kann ich nicht mal sehen, was für ein Gegner das ist. Ach, die Schildkröten. Unten war vermutlich Achso, ne. Da waren wir. Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder.
Wenn der Postmann zweimal klingelt. So, jetzt, ich glaube vergessen, wir sind von unten gekommen, ja. Es geht wahrscheinlich hier nach rechts. Jetzt müsste ich da unten rauskommen, wo ich vorhin schon war. Noch nicht ganz. Ach, das sind die Assassinen, aber kein Linksrumpfkopf. So, und hier war es schon, glaube ich. Die Stelle mit den Klatschern. Ja, und den zwei Schildkröten. Ich habe die Mana-Festung tendenziell viel mehr straightforward in Erinnerung. Da nicht dran erinnern tatsächlich, dass es etwas labyrinthartiger aufgebaut war. So, dann wir hier wieder hoch. Von dem blöden Buch brauche ich auch noch was. Hier ist noch eine Menge Loot zu erledigen. Lass das. Schön stark. Haben die auch einen Bomberang? Ach, der jetzt wieder. Komm, gib ihm eine Schlammbombe, damit Ruhe ist. Aha. Ein Basilisk. Ja, von dem brauche ich auch noch was. Wäre also schön, wenn der Herr Basilisk Truhen hinterließe. Disco-Schleim. Analyzer.
Oh, dann mag Dunkelheim nicht. Na, dann habe ich doch was für dich, mein Freund. Und was sagst du wegen ein Stückchen Hölle? Oh, das war... Das ist nicht so entscheidend. Sollte mein Platz gleichen. Wo stehen wir denn? Na, viel oder nicht mehr. Richtig gefährlich ist er nicht, ne? Und weiter geht's. Wieder kein Orb, ne? Ganz schön knauserig. So, das finale Stück. Hier kommen noch mal ein paar neue Gegner, die später alle bedeutsam werden. Ja, ihr nicht. Aber da hinten, da haben wir ihn schon, den Ninja Meister. Vierhundert hat er. 4300. War ja nicht einer, ja, wollte ich da sagen. Ah, und da ist der andere. Der gefallene Paladin. Auf dem Super Nintendo hieß der Terminator. Was ich auch gut fand. Auge schon weg. Oh, er macht dunkel halt nicht. Ich will nochmal sehen, was der drauf hat. Wie viel Energie hat denn der? 300, das ist gar nicht so viel, aber... Zugegeben, die Verteidigung ist recht gut, ne? Ich wette, man kriegt den ordentlich mit so einem Nocturne-Zauber hier, dunkle Macht. Verfehlt? Doch. Gib mir doch mal eine Truhe oder... Und dann vielleicht mal so ein Orbchen oder... Oder eines der geheimen großen Items. Aber... Die Droprate für Truhen hier... Gerade ziemlich schwach.
nichts kriegt man. Meine Herren. Yay, Elementarkrone. Das ist tatsächlich das beste Kopfbekleidungsstück, das man haben kann. Wie man hier sieht. Auch wenn es nur für die holden Damen der Schöpfung geeignet ist. Das ist schon mal ein Erfolg. Davon brauchen wir aber noch eine zweite. Gerade auch das erste Mal gesehen, ne? Dass man durch Analyse die Schatztruhe rot macht und dann kann man sie öffnen. Huh. Weird. Oh Mann, jetzt bin ich ja verwöhnt geradezu. Den kann er auch nicht anlegen. Aber die junge Koboldin vermutlich. Schokolade. Ja, von denen brauche ich das nicht. Engelskirche, herzlichen Glückwunsch. Oh, was ein blöder Terminator hier. Tja, lieber gefallener Paladin. Natürlich echt ordentlich, ne? Weg ist er. Hier kann ich gut an die Wölfe ran. Das ist schon wichtig zu merken.
Wenn da allerdings eine Truhe bleibt, dann ärgere ich mich tot. Das sollte ich tun nicht lassen. Auseinander. Drei Ninja Meister. Das, wenn ich so gut trainiert wäre wie ich, dann könnte das hier, glaube ich, ziemlich heikel werden. Oh, kann es trotzdem. Ein bisschen Heilung wäre angebracht für mich. Und wo du gerade dabei bist. Ah, zu spät. Elementarumhang. So, wenn ich mich recht entsinne, war der für mich nicht geeignet, aber er Prim kann ihn verwenden. Tja, und hier sind wir jetzt. Im finalen Raum. Denn hier auf diesen Schalter gestritten. Auf diesen Schalter geschritten. Bedeutet, wir wären beim großen Finale. Und das ist noch zu früh, denn ich möchte hier noch einiges trainieren, die letzten Orbs besorgen in der Festung für Axtkralle und für alle anderen Waffen nochmal. Und von daher sage ich an dieser Stelle erstmal Tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal voll trainiert zum großen Finale. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen.